Was war nochmal die Sprintentaste? Auf jeden Fall, so spielt sich halt das Spiel. Man geht in Deckung, man schießt, man treibt die Story voran, man schießt wieder, man geht wieder in Deckung. Ab und zu tut man mal Scheiße bauen. Ja, das ist Mass Effect. Jetzt nicht denken, das wird eintönig oder so. Es macht durch die Story wirklich viel Spaß. Es ist nicht so eintönig. Wenn ihr zum Beispiel Doom 3 kennt, wird nach der Zeit sehr eintönig. Durchaus. Also das ist ja nur dasselbe. Man kriegt dicke Wumm, ab und zu mal eine andere. Aber irgendwann hat man alles. Nach mindestens 5 Levels hat man auch schon fast alle Gegner gesehen. Dann kommen sie mal aus der Tür, dann wieder aus irgendeiner engen Gasse. Hier gibt es auch abwechslungsreiche Gebiete. Hier bin ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit auf so einer Art Brücke unterwegs gewesen, wo ich mich durchgeballert habe. Mal gibt es auch wunderschöne Landschaften, womit ich dann sogar mit einem Aha-Fahrzeug rumfahre. Dazu kam ich ja vorhin nochmal. Das Fahrzeug werden wir aber erst später kennenlernen. Oh. Sehr schade. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Dieser Saren ist anscheinend ein Gehilfe dieser komischen Roboter, die sich Geth nennen. Und das Schiff davor war wohl ihr, ja, war wohl ihr Schiff. Damit haben wir schon gleich einiges aufgeklärt. Unseren Bösewicht. Und ja, seine Helfer. Und ich betone es nochmal, das sind die gängigsten Gegner, die wir haben. Es gibt wirklich keine anderen. In dem Teil ist Mass Effect 1 leider eintönig geworden, wurde zum Glück in Mass Effect 2 wesentlich verbessert. So, wir müssen auf jeden Fall Sprengladungen entschärfen. Sprengladung. Die Gate müssen Sie angebracht haben. Tempo, Tempo. Dazu müssen wir einfach nur davor stehen und sie entschärfen. Und das ist mal wirklich simpel. Es sei denn, wir werden beschossen. Ja, und Gegner gibt's hier auch noch. Ich sehe gerade nur keine. Ach, da hinten sehen wir schon die ersten Schilde. Da wissen wir schon Bescheid. Und schon ist unser Teamkollege wieder gefallen. Oh Mann, bist du luschig. So, nur noch zwei Ladungen. Oh mein Gott, da war ein Gegner vor uns. Ich wollte schon sagen, ein Gegner direkt neben mir, der auf meine eigenen Feinde schießt. Was ist hier los? Das wäre aber auch wirklich ein bisschen zu abstrakt gewesen. Das Schild können wir auch selber benutzen, um uns dahinter zu verstecken. Hält natürlich nicht ewig, es wird immer so ein bisschen pinker, irgendwie so roter, bis das Ganze weg ist. Aber es ist ganz nett. Ja, der Gegner kann auch solche komischen Fähigkeiten machen. Und da haben wir schon die nächste Gegnerart. Das sind die Geth-Frontkämpfer. Die halten schon ordentlich mehr aus. Ach, komm schon, Junge. Geh down. Oh, ich muss aufpassen, dass meine Waffe nicht überhitzt. Stirb. Jawohl. Und hinten haben wir noch eine neue Gegnerart. Der Scharfschütze. Der Geth. Richtig fieser Typ. Vor allem, wenn man nicht weiß, wann er schießt. Okay. Ich habe noch 3 Minuten Zeit, um die letzten zwei Bomben zu entschärfen. Das dürfte eigentlich locker machbar sein. Das schaffst du auch in 1,5. Würde man auch schaffen. So. Locker. Es sei denn, man spielt es zum ersten Mal und findet die dritte Bombe nicht, wie bei Ja, mir. das ist klar. Das kann sein. Ich hatte, glaube ich, noch 1 Minute gehabt, dann hatte ich sie die letzte endlich gefunden. Das war mir gerade ein bisschen peinlich, aber naja. So, was wir auch machen könnten, ist die einzelnen Sachen hier als Universalwerkzeug zu benutzen. Universalwerkzeug, das werden wir später noch gebrauchen. Das sind so ein paar Einzelteile, die man zur Reparatur oder sowas ähnliches benötigt. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Ah, dieser verdammte Geth. Der soll nicht sein Schild aufbauen, kurz bevor er ableben muss. Uah.
Ah, die Zombies, ah! Da sieht man auch, es gibt wenigstens verschiedene Gegnervarianten hier. Fernkämpfer und Nahkämpfer, das ist eine fiese Kombination. Aber auch nicht wirklich unbesiegbar. Ja, stirb! So, hinter uns ist keiner mehr. Das sieht so aus, als ob das alles gewesen wäre. Jetzt müssen wir noch die letzte Bombe finden. Wo war die nochmal? Letzte Bombe? Hallo, letzte Bombe. Scheiße, wo war die? Die war doch hier unten. Mies. Ich finde die letzte Bombe nicht mehr. Ah! Oder ist sie doch da hinten? Nee, da ist sie nicht. Ich habe am ersten Mal auch gesucht, wie nochmal was, bis ich alles gefunden hatte. Noch eine Minute Zeit. Oh mein Gott, der Countdown tickt. Aber ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich habe, glaube ich, was übersehen. Wenn ich jetzt dumm wäre, dann... Wenn? Aber die muss doch hier irgendwo sein. Ah, da ist sie ja. Die habe ich beim Vorrücken übersehen. Okay. Dann tun wir die schnell entschärfen. 29 Sekunden noch und dann wäre sie hochgegangen. Naja. Das ist ein neuer Knapprekord. Also wie gesagt, die Bomben übersieht man schnell. Zum Beispiel auch die hier. Wenn man nicht drumherum geht, dann sieht man die gar nicht. Das war mein Fehler beim ersten Mal. Und die davor hat man ja auch gesehen. Wenn man vorrückt, dann sieht man die auch nicht. Jetzt brauchst du aber noch einen schönen Spruch zum Abschluss. Ja, warum durchgekämpft für so einen komischen Sender, der irgendwas in die Wolken strahlt? Was hat es mit diesem Scheißteil nur auf sich? Kann ich es vielleicht zerstören? Nein, ich kann es nicht zerstören. Ja, ich weiß nicht, soll ich die Antworten klären? Soll ich es jetzt tun? Nein. Nein, ich tue es nicht. Ich schieße stattdessen mal die Frau an. Genau in den Kopf. Es passiert nichts. Es gibt keinen Teambeschuss. Ich kann noch ein bisschen rumlaufen, mir die Kisten mal anschauen. Und ich werde auf jeden Fall noch meine Fähigkeiten verbessern, denn ich bin ein paar Ringe aufgestiegen. Und kann unter anderem meine Panzerung erweitern, mein Sturmgewehr erweitern und auch mein Sturmangriffstraining mal nach vorne bringen. Was natürlich auch geht, ich kann auch die Fähigkeiten meiner Kollegen erweitern. Sollte man auch machen. Muss man nicht. Sage ich mal dazu. Ja. Ganz gut zu sagen. Also wer keinen Bock drauf hat, der muss es einfach nicht machen. Okay, wenn wir das gemacht haben, dann können wir auch natürlich unsere Ausrüstung anschauen. Das habe ich das letzte Mal gar nicht gemacht. Da haben wir das klassische Sturmgewehr. Wir können natürlich auch verschiedene nehmen. Dann sehen wir auch, dass sie mehr Schaden machen. Also was besser ist, was schlechter ist. Zum Beispiel diese Schrotflinte macht wesentlich mehr Schaden, hat aber bei der Präzisionseinstufung weniger. Also man muss da so das Mittelding für sich finden. Dann gibt es auch Rüstung. Schadensschutz macht der zum Beispiel weniger, deswegen ziehe ich den auch nicht an. Macht auch irgendwie Sinn. Okay, also wie gesagt, wir bleiben... für die erste Session mal bei diesem komischen Sender stehen, um den wir die ganze Zeit gekämpft haben. Was steht denn da unten drauf? AT-80. Ob das irgendeine geheimnisvolle Botschaft ist oder nicht, das erfahrt ihr alles beim nächsten Teil. Ich speichere auf jeden Fall. Ah, wo ist Speichern da? Unter... Ach, speichere einfach. Mysteriös. Mysteriös. Alles ist mysteriös. Und alles steht vor dem Sender. Was hat das nun mit auf sich zu tun? Und hier steht 8. Nee, A800. Hat es vielleicht eine Kombination damit zu tun? Muss ich hier irgendeinen Code entschlüsseln? Ich verrate doch nicht schon alles.
Okay, ich höre auf damit. Auf jeden Fall, hier endet die erste Session vor dem Sender. In der nächsten werdet ihr erfahren, ach, werdet ihr alle Antworten haben. Währenddessen, ich verabschiede mich und ja, gibt's noch was zu sagen? Nee, ich glaube nicht, oder? Alles ist gesagt und ja, Game on. Und tschüss.